Etwa 10 Gehminuten von der Husumer Innenstadt entfernt, in einer der drei Wohngemeinschaften dort, haben Uwe und Marion Beusen ihren Platz gefunden. Das Haus gehört zum Wohnheim für Menschen mit Behinderungen. Uwe suchte damals nach einer eigenen Wohnmöglichkeit. Jeder möchte mal von zu Hause weg. Und nun habe ich vom Wohnheim gehört. Und nun haben sie gerade hier dieses Haus hier mir vorgestellt. Ich war sofort damit einverstanden. Das war alles schön und gut, bloß was da dazu kam, auf mich zukam. Bewohnerinnen und Bewohner dieser Wohngemeinschaft lernen, alle täglich anfallenden hauswirtschaftlichen Arbeiten weitgehend selbstständig zu verrichten. Ich habe viel gelernt hier. Ja, das ist hier eine schöne Wohnung. Sonst ist es immer Wohnheim. Und das wollten wir ja gerade verändern. Dennoch nimmt das Paar aktiv am Leben der gesamten Einrichtung teil. Sie singen mit im Chor des Wohnheims und spielen Theater in kleinen Musical-Szenen. Wie Sie das schon im Fernsehen sehen, Musical. So ist das, so lernen wir das auch. Also zum Beispiel am 30-jährigen Bestehen war dieses Jahr. Und dann haben wir eine Hochzeit gezeigt. Die haben gelacht. Das war ja gerade das, was wir damit erreicht wollen. Als wir schon reinkamen, die haben sich alles weggelacht. Und gerade das wollten wir ja gerade. Wir werden was Neues lernen. Also wenn Sie ausgehen, gehen Sie für sich aus. Wir machen das, wir üben das für andere. Einige sind auch noch viel behinderter als wir. Und trotzdem, die wollen das.